Hey Chat, wir waren noch lange nicht mehr in Dashcams drin, ne? Da gehen wir mal rein. Trecker ausgebremst, verrücktes Überholen mit Anhänger und Funkenflug. Dashcam Drivers Germany. Ich like schon mal die Folge vorab. Ich liebe ihn so sehr. Und ja, wir gehen nochmal rein. Also falls euer Tag bis jetzt gut war oder schlecht, durch den hier, ich weiß nicht, entweder bekommt ihr gute Laune oder ihr bekommt weiteren Hass auf Menschen. Ein Hallo und willkommen zu dieser Hallo. Folge. Na, alle wach? Hä? Ja, ein Ah. Falschfahrer am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Drum kann es ja jetzt losgehen. Ich wünsche Hauptsache, er hat noch geblinkt. euch viel Spaß mit dieser Folge. Boah. Ey, losgehen, habe ich gesagt, und er nimmt's wörtlich. Renegade. Die Arzthelferin doch sicher. Auch das Labor? Der Mercedes hier fliegt mit über 160 km/h an uns vorbei. Hier ist logischerweise noch immer 100. Und bei dem Tempo ist es dann halt auch kein Wunder mehr, dass der hier das Digga. Überholmanöver für den RTW nicht mehr abbrechen kann. Man muss halt komme, was wolle, vor Ende der Zweispurigkeit hier unbedingt noch an den LKW vorbei. Das ist natürlich immer wichtiger als alles andere. Aber Platz machen für RTW, das funktioniert ja sowieso immer gut. Okay, die da vorne machen Platz. Alter, du musst über die rote Ampel fahren. Und ja, um Einsatzkräften Platz zu machen, darf man sich unter Beachtung des Verkehrs natürlich vorsichtig über die rote Ampel vortasten. Ey, manche Leute, also schön und gut, ne? Manchmal ist es echt ein bisschen schwierig, wenn irgendwoher Polizei oder Krankenwagen kommen, Platz zu machen, ne? Aber man checkt doch, man kriegt doch direkt gelernt, dass man, oder beigebracht, dass man, egal wie, Platz machen darfst oder nicht. Na gut, außer Leute überfahren oder sowas, ja, aber. Digga, woher manche Leute den Führerschein her, ehrlich? Aber die Leute fahren sich halt lieber Jetzt hat er sich Unterboden kaputt gemacht. Super, Digga. irgendwie die Reifen, das Auto an den Bordsteinen Ja. kaputt. Es könnte doch so einfach sein, ja. Aber Stichwort kaputte Reifen, es geht um das Auto mit Anhänger da vorne. Oh, nee. Fährt der auf dem Standstreifen? Hätten der noch? Und wisst ihr was? Da ist nicht der Reifen kaputt, das komplette Rad hinten rechts, das fehlt einfach. Das merkt ihr nicht, oder was? Und wie kann man denn bitte dann so weiterfahren? Ich meine, am Warnblinker sehen wir ja, der weiß das offensichtlich, das ist eine bewusste Entscheidung. Der Ah. Anhänger schleift dann irgendwie mit der Aufnahmeachse oder was auch immer über die Autobahn. Ey, so noch über die Autobahn fahren, dann brauchst du wahrscheinlich keinen neuen Reifen mehr, sondern kannst gleich den Anhänger wegwerfen, weil die Ersatzteile dann vermutlich hinterher teurer sind als der ganze Anhänger. Also bei manchen Leuten kann man doch echt nur noch verzweifeln. So, Dumm. hier halten wir dann jetzt doch an, etwas unfreiwilligerweise, weil Stau oder wie manche dann halt sagen würden. Ah. Welcher Stau? Ich bin halt besser als alle anderen. Ich kann vorbeifahren. Aber das funktioniert halt immer universell. Das Geile ist, guck mal, da standen sogar Leute an der Seite. So, Digga. Ich bin halt besser als alle anderen. Ich Da steht ein Unfallauto, so, kann Digga. vor. Was, ich hasse so Leute, die immer Standstreifen brettern. Stell mal vor, die ziehen einfach raus hinter so einem LKW, wollen halt, ich überhole alle. Und dann krachen die in das Unfallauto, wo die Leute draufstehen, Digga. Ich hasse so Menschen, ehrlich. Vorbeifahren. Aber das funktioniert halt immer universell, immer und überall. Nein. Nein. Ach so. Ach, es sind neue Fahrräder. Ja. Ja, mit dem Moped auf dem Radweg, ey. Stellt euch mal vor, die Autofahrer würden sowas auch machen. So macht's das. Geiles Fahrrad, Leute. Seit wann baut Sprinter jetzt Fahrräder eigentlich? Ja, also mittlerweile wundert einen dann auch echt gar nichts mehr, oder? Ich glaube, noch niemand sagt, schickt die Sau mit. Na, wer von euch kennt diese Stelle Autobahn hier? Dieselbe Scheiße. Immer dieselbe Scheiße, sagt der Einsender. Ja, das ist tatsächlich so. Wie oft ich diese Passage schon in irgendwelchen Dashcam-Videos gesehen habe oder das selbst Hä? da schon erlebt habe, ich kann es nicht mehr mitzählen. Was machst du denn da? Jahrhundert gedauert, Oha. bis negative Zahlen überhaupt sich durchgesetzt haben. So Rezo. Italiener waren dafür maßgeblich Alter, diese verantwortlich. Nationalities alle sich so gegenseitig toppen wollen die ganze Zeit. Ja, ne? Crazy. Ui. So, und jetzt das einlassen. Das ist. Alter, hatte der Lack.
Gott sei Dank nur den Arsch weggezogen bekommen, aber Digga! Eieiei. Die Einsenderin schrieb dazu, dass niemand verletzt wurde und das ist zunächst ja erstmal das Wichtigste. Danach sind die dann wohl ausgestiegen, haben miteinander diskutiert und aber worüber? Ich habe mir die Kreuzung mal angesehen, es gibt hier keine eigene Ampel für die Abbiegespur, keine Ampel mit Pfeil. Wahrscheinlich hatten beide Grün, der Linksabbieger hat dann irgendwie den Gegenverkehr übersehen. Ja, es ist im Endeffekt immer der Linksabbieger schuld. Also, was soll man machen als Weißer? So, er hatte schon ein bisschen viel Speed drauf, dafür, dass die anderen abbiegen dürfen, aber vielleicht weiß er es auch nicht. Aber trotzdem, das ist, der war viel zu schnell unterwegs einfach. Hallo? So zumindest meine Vermutung, ob das stimmt, weiß ich natürlich nicht. Weil wir können aus unserer Richtung hier die einzelnen Ampeln ja schlichtweg nicht sehen, das können nur die Verkehrsteilnehmer aus dem Querverkehr. Wie sieht man den dann nicht? Stellt euch bei sowas aber bitte trotzdem immer als Zeuge zur Verfügung, damit die beim Unfall unschuldige Person auch zu ihrem Recht kommt. Oh, seine Karre ist noch stabil geblieben, muss man sagen. Trotzdem bestimmt so 5k oder so. Was bei der Klärung der Schuldfrage auch hilft, zumal man ja leider viel zu oft immer wieder sieht, dass eben keiner anhält, ja eine Dashcam im Auto. Drum, wer noch auf der Suche ist, mit dem Code DDG5 könnt ihr 5% auf den Kauf einer Dashcam in unserem Shop sparen. Eine Empfehlungsliste und auch mehrere Vergleichsvideos finde ich auch immer in unserer Videobeschreibung. Schaut da doch. Da bekommt ihr bald die ganze Zeit Road Rage von mir, wenn ich Auto fahre. Digga, bei jeder Fahrt, ich raste die ganze Zeit aus, weil die ganzen Leute nicht fahren können, ehrlich. Ich brauche einfach eine Dashcam. Bei Interesse gerne mal rein. Die Adresse vom Shop ist in diesem Video auch nochmal unten rechts verlinkt. Ja, hier sind wir jetzt mit Nami unterwegs. Schön idyllisch hier, oder? Da ist die Welt noch in Ordnung. Boah, den hätte ich aber nicht... Ja, schwierig. Ja, glaubt ihr das ernsthaft? Ich muss euch enttäuschen, diese Geschichte ist frei erfunden. Nehmen wir mal die Rückansicht dazu. Der hinter uns hier überholt auch den Traktor, um ihn dann auszubremsen, weil er abbiegt. Hä? Achso, ich dachte wegen dem Auto. Jetzt mal im Ernst. Oh mein Gott, nein. Was will man dazu noch sagen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Aber komm, hier biegen wir jetzt vielleicht erfolgreicher ab. Hä? Tja, oder halt auch nicht. Hä? Was ist, was war seine Mission? Biegen wir jetzt vielleicht erfolgreicher ab. Er hätte... Ja, hä? Tja, oder... Ach, Digga, Leute kaufen sich manchmal so große Autos, Digga, und können damit nicht fahren. Es ist immer so, immer. Die meisten mit großen Autos können nicht fahren. Die parken entweder auf zwei Parkplätzen oder parken komplett random oder fahren einfach so richtig eklig. Es ist immer so. Oder halt auch nicht. Aber abbiegen können wir genauso gut wie der Spur halten. Bleibst du wohl an deiner Linie? Denk da nicht dran, aber das Ganze geht auch nochmal 3 Nummern härter. Yo! Boah! Alter Falter. Aber ich denke, da gilt wie immer, das geht auch noch schlimmer. Oh nein. Die linke Spur fällt gerade weg. Der kommt noch vom Schein. Oh, und er fällt immer noch weiter, oder? Alter. Da noch im Regen. In den Gegenverkehr rein. Volles Rohr. Im Ernst, da kann man echt nur beten, dass der Tag, an dem der Gegenverkehr mal die gleiche Idee hat, möglichst nicht kommen möge. Die Leute haben am meisten Glück. Eine Vorfahrtsstraße haben wir hier. Also das mit der Vorfahrt ist auch echt schwierig. Drum probieren wir es beim nächsten Einsender vielleicht nochmal. Da geht es sicher besser. Ganz schön voll hier auf der Straße ist das. Und klar, da kommt erstmal ein Geisterradler. Und jetzt stellt euch mal vor, dass die Autofahrer das auch so machen würden. Nein. Hä? Was ist das denn hier? Wohin will... Ach, Digga, ich check das nicht mehr. Das ist auch eine Folge heute. Ey, die Leute haben Ideen. Da wird man doch im Traum nicht drauf kommen. Es gibt echt nichts, was es nicht gibt. Aber mit dem Auto als Geisterradler auf dem Radschutzstreifen, das... Ja, das ist mir Leute, echt 10 Nummern zu hoch drum. Hier beim Einsender Doppelhaushälfte entspannen wir uns jetzt erstmal. Digga, warum nennt man sich bei einer Doppelhaushälfte, Digga? Und achten auf den Fußweg. Nein, Leute, doch nicht auf die Stelle vom Fußweg. Guckt mal da vorne auf den Zebrastreifen. Ich habe auch auf sie geguckt, Digga. Warte mal, was? Kann mir mal irgendwer erklären, was heute in der Folge mit den Leuten los ist? Da kann... Hä? So langsam aber sicher wirklich keinem mehr erzählen. Was denken die Leute sich dabei? Digga, hä? Ja, gar nichts wahrscheinlich. Drum, lass uns jetzt zur Entspannung mal rechts auf der Radspur mal wieder ein Rad fahren. Dennis! What the f*** is wrong with him? Okay,
kann man mal machen. Probieren wir es mal wieder beim nächsten Einsender. Oh, Hasi. Mein Puppelhäschen. Süßi. Wenn denn alle Probleme im Straßenverkehr so niedlich wären. Na Digga, er läuft einfach immer noch geradeaus weiter statt an der Seite. Dann wäre es ja angenehm. Ja. Süßi. Schön wär's. Und ich finde, in diesem Fall war es tatsächlich gut mitgedacht vom Einsender, ja. Denn die Person auf dem Rad hatte tatsächlich ein Vorfahrt-Achten-Schild. Digga, die haben meistens Vorfahrt-Achten und die fahren trotzdem wie behindert, Digga. Also nichts gegen Fahrradfahrer, doch ein bisschen schon, aber die denken manchmal, die haben immer Vorfahrt mit dem Scheißrad. Die müssen sich genau dieselbe Scheißregeln halten wie wir. Stell dir mal vor, da ist einfach einer, wie die anderen Bass-Menschen, die über die Kreuzung brettern. Stell dir mal vor, die würden auch einfach so um die Kurve schallern, Digga. Die würden sich komplett küssen. Aber nicht auf die gute Art. Auch wenn ich das bis heute ehrlich gesagt immer noch verwirrend finde, dass die Vorfahrt an Kreisverkehren so oft komplett uneinheitlich geregelt ist. Im Schnitt haben sicherlich in 90% der Fälle die Radfahrer Vorfahrt. Ja, und dann gibt es auch solche Kreisverkehre. Manchmal hast du drei... Aber Chat, was ist das für ein Zeichen? Also ich bin kein Fahrradfahrer, aber was ist das? Also Vorfahrt 8 kenne ich, aber was heißen die Dinger hier auf der Straße? Da, was ist das? Kreisverkehre hintereinander und das ist an jedem Kreisverkehr anders. Aber dann gibt es noch eine Sache, die ist an jedem Kreisverkehr gleich. Hier sind wir mit dem Fahrschulauto unterwegs. Ja, es ist einfach wunderschön. Ich hoffe, der Fahrer. Drum hier bleiben wir gleich mal direkt im Fahrschulauto. Und nach dem ganzen Chaos und den ganzen Abwägen, die wir heute erlebt haben, was wird an dieser Stelle nochmal besser passen als ja genau das hier? Hä? Er macht Newturn, Digga? Bei dem falsch. Welche Stelle ist das denn? Ey, das ist heute auch einfach der Wahnsinn. Digga, und so Leute haben immer Glück. Stell mal vor, da steht einfach einer. Dann blockiert er die komplette Kreuzung. Hä? Wahnsinn. So absurd wie heute waren wir, glaube ich, in Summe echt selten auf Abwägen. Oh mein Gott, Digga. Ich habe einen Hass auf Menschen, aber es versüßt mir immer den Tag. Ich habe schon geliked. Check Dashcam Drivers Germany aus. Ich verlinke dir alles, dies, das, jenes. Und ja.